So. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine Vergnügen, hier in Straße zu sein, in Graz, aus Anlass dieser Reihe von Demonstrationen, die dem Licht gewidmet sind, die an verschiedenen Stellen der Stadt und im Museum angeboten werden. Ich danke sehr meinem Freund Peter Prakesch und dem Intendanten der Grazer Museum, dass er daran gedacht hat, mich einzuladen, um diese zwei Tage des interdisziplinären Kolloquiums über das Thema Licht zu eröffnen. Nach diesem schönen Abend, den wir gestern und heute Morgen mit der Einweihung der großartigen Anlage von Joseph Rossüt und dem von barocker Pracht erfüllten Empfang im Schloss Eggenberg kennengelernt haben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Joseph Rossüt herzlich grüßen und ihm meine ganze Bewunderung für sein ganzes Werk zum Ausdruck bringen. I would like to express all my admiration to Joseph Rossüt for his whole work. His chair is a masterpiece of the 20th century art. Thank you, Walter. Wir, Sabine Flasche, bereits erinnert hat, befinde ich mich heute deswegen von Ihnen, weil ich vor allem 2013 in Paris mit einer Mannschaft bestehend aus Marianne Le Pommier, die hier anwesend ist, Dominique Dorgeval und Mathieu Poirier, eine Ausstellung organisiert habe mit dem Titel Dynamo, mit dem Untertitel Un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, 1913-2013, ein Jahrhundert von Licht und Bewegung in der Kunst, 1913-2013. Diese Ausstellung, die das Grand Palais über eine Fläche von 4000 Quadratmetern in Anspruch nahm, war die größte Ausstellung, die der abstrakten Kunst jemals ausgeschichtet gewidmet wurde. Das Licht war eines der zwei Hauptthemen, wie man gleich zu Beginn mit dem Werk von John Ardeur und dem von François Morellet sah. Man muss wohl sehen, dass es eines der Hauptthemen der Malerei seit der Antike ist, wie ihr diese Bilder des 17. Jahrhunderts von Claude Joly, genannt Lore, und dann von Georges de Latour und des 19. Jahrhunderts von Turner, wie die Sonne, und Van Gogh, das Nacht, zeigen. Der Wille, das Licht darzustellen, es zu übersetzen, es in das Kunstwerk einzubeziehen und aus ihm ein Mittel des Ausdrucks zu machen, ein Medium gleichberechtigt mit der Ölmalerei oder dem Marmor, hier ein Werk von Otto Binne, und dass es selbst ein Ziel der künstlerischen Schöpfung an sich wird, gehört zum 20. Jahrhundert. Diesem Werk von André McCall, das eine Lichtskulptur ist, und dem von Richard Serra mit seinen Neonröhren, die mit anderen Materiellen vermischt sind, bleibt das Licht ein vorherrschender Gedanke in der Arbeit zahlreicher zeitgenössischer Künstler. Das Licht ist tatsächlich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts in dem Präsent, was man dort die Avantgarde nennt, wie man sie in dem berühmten Bild von Giacomo Balla von 1910 sieht, welches sich im Museum of Modern Art in New York befindet, und das eine öffentliche Straßenlaterne mit einer Bogenlampe darstellt, die den Mond überstrahlt, das Ganze in einer quantilistischen, technischen
Technik. Man sieht es noch mehr in dem Bild Prismus Elektrik von Sonia Delaunay, das 1914 gemalt wurde und sich im Centre Pompidou in Paris befindet, in welchen die Lichthöfe, die die städtischen Straßenlaternen umgeben, auf abstrakte und dynamische Weise mittels chromatischer Kreise dargestellt werden. In diesem Bild sieht man, wie das künstliche Licht dargestellt wird. Es handelt sich um etwas Plastisches, das dem tatsächlichen Phänomenen gleichwertig ist. Die wirkliche Veränderung, der wirkliche Durchbruch wird darin bestehen, nicht mehr das Licht darzustellen, sondern es in die künstlerische Schöpfung selbst einzubeziehen und zu bewirken, dass das Licht selbst das Kunstwerk ist. Das hat der ungarische Künstler Laszlo Molinos, der Professor am Bauhaus von Weimar und dann von Dessau in Deutschland in den 1920er Jahren war, vollendet. Es entwirft eine mechanische Vorrichtung, die aus Formen und Strukturen in glänzendem Metall gemacht ist und die wie eine Maschine gebaut, die von verschiedenen kreisenden Bewegungen angetrieben werden, aufsteigen und absteigen und die sich um sich dreht dank eines elektrischen Motors. Das Ganze bekommt Lichtbündel, die von elektrischen Projektoren gestrahlt werden und die in alle Richtungen des Raums zurückgestrahlt werden, besonders auf die Wände, auf eine durchsichtige Leinwand, die davor aufgestellt ist. Das Werk heißt Lichtraummodulator. Es wurde zwischen 1920 und 1930 fertiggestellt. Es handelt sich nicht um eine Skulptur und man beginne einen Irrtum, wenn man es als maschinelles Werk ansehen würde, sondern es handelt sich um eine leuchtkinetische Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, den Raum mit immateriellen Formen auszufüllen, die aus Schatten und Licht bestehen, ständig in Bewegung sind und welches dem Theater der Inszenierung dienen könnte, und um neuartige Bühnenbilder zu schaffen. Dieser gleiche mechanische leuchtende Apparat hat auch beim Drehen des Films mit dem Titel Ein Lichtspiel, Schwarz-Weiß-Grau gedient, der die Ziele des Künstlers perfekt übersetzt, wie man nun sieht. Das Lichtraummodulator von Molinos ist eine grundlegende Etappe im Prozess der Entmaterialisation des Kunstwerks, an dem in einer anderen Richtung Alexander Calder mit seinen beweglichen Skulpturen ohne Körper und ohne Masse teilgenommen hat. Das Licht wird ein Gegenstand an sich, welcher im abstrakten Kino am Bauhaus mit Ludwig Hirschfeld-Mack 1921 eine perfekte Übersetzung findet, der seine Farbenlichtspiele zeigt, mit Kurt Schwertfeger 1923 und seine reflektorische Farbenlichtspiele und in Berlin mit Walter Rothmann und seinem Lichtspiel im Jahre 1924. Man sieht alle diese Konkordanzen in Erscheinung treten, die ein Echo finden in der Kunst von Paul Klee, wie sein Bild Fuge zeigt. Ich will hier nicht auf den herrlichen Werken des tschechischen Bildhauers Zdeněk Bezenek stehen bleiben, der zweifellos der erste Künstler war, die Neonröhren in seinen Werken verwendet hat
und der im Geist des Films von Moulin Rouge und des Ballet Mécanique von Fernand Léger einen Film mit dem Titel Svetlo Chronikat Mau im Jahr 1930 gedreht hat, mit dem Überschrift Das Licht durchquert den Schatten. Denn seine spannenden Werke sind bildhaft. Es gibt ein langes Intervall zwischen diesen grundlegenden Fortschritten und der Folge, die nach 1945 in zwei Arten und zwei Orten eintritt. Auf der einen Seite schaffte Ende der 1940er Jahre in Buenos Aires Giulia Cosice, ein Künstler ungarischer Herkunft, Gründer der Bewegung Mati Arte, Arte Concreto Invention, mit Carmelo Adenkin, Bilder mit Neonröhren. Man sieht hier das Werk des Museums von Grenoble, welches ein Relief aus Neonröhren ist. Das Neon hat die traditionellen Materialien des Reliefs ersetzt, das Holz, das Metall, den Karton, das Plexiglas und so weiter. Und das Neon ist gleichzeitig die Farbe, das Blau, und das Licht selbst, das wirkliche Licht. Auf der anderen Seite, in Italien, schaffte Lucio Fontana für die Triennale von Mailand im Jahr 1951 die erste Weltraumumwelt in Neonröhren. Man sieht hier diese vorübergehende Ausstattung, die unter einer Treppe aufgehängt ist. Es handelt sich um eine leuchtende Verschnörkelung von barocken Einfluss, die den Raum in den drei Dimensionen besetzt. Die Folge spielt in Europa ab und benutzt mehrere Wege. Es ist Gregorio Vadanega, ein Argentinier, der sich in Paris niedergelassen hat, ehemaliges Mitglied der Gruppe Mati Arte Concreto Invention, der die leuchtenden Vorrichtungen in seine abstrakte konstruktivische Werke integriert. Es ist Nicolas Schöffer, ein Ungar aus Paris, der konstruktivistische Skulpturen schafft, die von Motoren bewegt werden und leuchtende System tragen, wie man es nun sieht. Ja, schön. Sie sagen, du hast es mal in Es sind 1 Mark, sagt man, und Otto Pineau, die im Jahr 1957 in Düsseldorf die Gruppe Zero gründen und die Werke mit den Titeln Lichtrelief, Lichtdynamo, Lichtballett präsentieren. Es ist Frank Malina, ein tschechischer Künstler, über Amerika kommend, Erbauer amerikanischer Raketen, der sich in Paris niederlässt, Künstler wird und seine ersten auf der Leinwand leuchtende Kästen baut, von denen ein Schauspiel von leuchtenden Formen in Bewegung und in Veränderung ausgeht. Ab 1960 gibt es eine Verbreitung. Man sieht die ersten Werke mit blickenden Neon von François Morel im Jahr 1963, nachdem er elektrische Glühbirnen und Projektoren verwendet hatte. Im gleichen Jahr in New York sieht man die ersten Werke mit fluoreszierenden Neonröhren von Dan Fevin, in denen der Raum, der Rhythmus, die Struktur, die Farbe durch das Licht übersetzt werden, es selbst als Gegenstand des Werks ganz für sich. Man sieht hier Krissa,
Stefan Antolakos, ihr sein Hanging-Neon aus dem Jahr 1962, zwei Griechen aus New York, die das Neon für die gleichen Zwecke annahmen, während Künstler der Pop-Art es auf ihre Weise benutzen. Aber aus anderen Gründen, wie es dieses Bild von den Franzosen... Entschuldigung. Wie es dieses Bild von François Martial Reyes aus dem Jahr 1963 zeigt. Die Anregungen sind sehr vielfältig, sehr verschiedenartig, was immer verbunden mit dem Bewegten, wie man es in den Werken von Julio Le Parc, hier unter ein kleines Moment mit Video. Hugo de Marco, warum ist eigentlich dieses Bild, die mit dem schwarzen Licht arbeiten und Alberto Biasi sieht. Einer der bedeutendsten Künstler auf diesem Gebiet ist Carlos Cruz-Diez, die als erster leuchtende und farbige Umwelt schafft, die er Chromosaturation nennt und in deren Sicht der Betrachter ist das rote, grüne, blaue Licht eingetauscht sieht. Das Licht allein oder in Verbindung mit der Bewegung war die große Sache der Kunstszene der 1960er Jahre. Diese Kunstform setzt sich in den großen internationalen Ausstellungen durch, auf der Biennale von Paris in 1963 und 1965, auf der Biennale von Venedig 1964, 66, 68, auf der Documenta in Kassel 1964, 68 auch. Alle großen Institutionen widmen ihm Ausstellungen. 1961 das Stedelijk Museum von Amsterdam, 1965 das Museum of Modern Art in New York mit der Ausstellung The Responsive Eye und die Kunst aller Berne mit der Ausstellung Licht und Bewegung von Arzewald gemacht. Das Stedelijk van Abbe Museum in Eindhoven in 1966 mit Kunst, Licht, Kunst. Das Musée Moderne de la Ville de Paris mit Lumière et Mouvement, Licht und Bewegung. Ich erinnere daran, dass 1966 als höchste Auszeichnung der Zeit der große Preis der Biennale von Venedig an Julio Le Parc vergeben wurde. Die Richtung wird am Ende des Jahrzehnts schwächer, aber sie verbindet sich mit der Bewegung Light and Space, die in Kalifornien mit Künstlern wie James Turrell, Douglas Wheeler, Robert Irwin beginnt. James Turrell wird mit seinen immateriellen räumlichen und farbigen Werken einer der berühmtesten Künstler der 1980er Jahre. Es sind auch die Anfänge von Anthony McCall, der beginnt, seine geschaffenen Formen in den Raum und in Bewegung mit der Licht zu stellen. Andere Künstler, wir haben es bei der Pop-Art gesehen, greifen ebenfalls auf das Licht zurück und benutzen Neonröhren wie Maurizio Nanucci mit seinen Alphabeten, Mario Metz mit seinen Zahnen, Bruce Naumann mit seinen Figuren, Christian Woltorski mit seinen Reliquien und Josef Grosseux natürlich mit seinen Inschriften. Das Licht selbst ist ein Thema geworden, ein Gegenstand, im Bereich der plastischen Kunst,
und es hat Interesse wieder gewonnen und neue Entwicklungen genommen, seit nunmehr ungefähr 20 Jahren. Einige der kreativsten Künstler haben es zum Zentrum ihrer Kunst gemacht. Das ist der Fall bei Anne-Veronika Janssens aus Belgien, wie man ihr mit diesem Werk mit dem Titel Bluette und jenem Purple Turquoise von 2006, das ist der Fall bei Carsten Höller mit diesem Werk aus dem Jahr 2001 mit dem Titel Light Color. Diese drei Werke wurden in der Ausstellung Dynamo gezeigt. Man sieht es hier ebenfalls bei dem sehr berühmten Werk von Ólafur Eliasson, The Wither Project, das in der Tate Modern in London aufgestellt ist und eine strahlende Sonne repräsentiert. Das Licht ist einer der großen Gegenstände des 20. und des Beginn 21. Jahrhunderts. Es ist ein Material, aber es ist vor allem eine Art, einen leuchtenden, lebendigen, starken, unerträglichen oder milden Sinneseindruck zu vermitteln, wie Morellet. Wie Morellet, ein Video. Wie Morellet, eine farbige Stimmung zu erzeugen, als Grosjes, einen Raum zu erzeugen oder ihn zu verändern, wie Anthony McCall, Strukturen zu schaffen oder Rhythmen auszudrücken, als Ferdin. Gleichzeitig die Konzeption des entmaterialisierten Werks und seine Wahrnehmung zu verändern, wie man sieht mit dem Werk von Douglas Wheeler. Das wollte ich Ihnen heute Morgen hier in Graz zeigen, indem ich Ihnen diese historischen Orientierungspunkte ins Gedächtnis rief und indem ich Sie an diesen grundlegenden Begriffen der plastischen Kunst teilhaben ließ, wie Sie die direkten Verbindungen zeigen, die zwischen dem Werk von Ólafur Eliasson und dem gegen 1818 von Gaspar David Friedrich gemalt Werk Frau in der Morgensonne bestehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Entschuldigung für meine Präsenz. Oh.